Roman Weidenfeller vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich zur Frage geäußert, welche Torhüter mit zur WM nach Russland fahren. Außerdem äußerte sich das BVB-Urgestein zur Saison der Dortmunder. Gerade jetzt, wo Manu Neuer D. Brett körperlich angeschlagen ist, gibt es viele Möglichkeiten, erklärte der BVB-Keeper in der Sendung 100% Bundesliga Fußball bei Nitro und fügte mit Blick auf einen möglichen Vertreter des Bayern-Schlussmannes an. Ter Stegen ist klar, dass er mitfährt, die Frage. Ist wer die Nummer 3 wird, schaute der 37-Jährige, der selbst fünfmal im Tor der DFB 11 stand, auf die vakante Position hinter den beiden Gesetzten. Ich glaube, die beste Chance hat Kevin Trapp, obwohl er der gefühlte Außenseiter ist. Er ist ein sehr loyaler Spieler, auf ihn ist Verlass, sagte Weidenfeller. Der verriet, ich weiß selbst aus Gesprächen mit Yogi, dass ihm wichtig ist, dass da Ruhe im Kasten herrscht. Es war für die Mannschaft auch nicht leicht. Außerdem blickte das Dortmunder Urgestein auf die wechselhafte Saison der Schwarz-Gelben. Letzten Endes hat oftmals die Konstanz gefehlt. Wir haben irgendwann den Faden verloren, berichtete Weidenfeller. Die Qualität in der Mannschaft sei vorhanden, man habe sie aber leider viel zu selten abrufen können. Es war für die Mannschaft aber auch nicht leicht, nahm der Keeper seine Kollegen in Schutz. In 12 Monaten haben wir 3 verschiedene Trainer gehabt. Von daher war es immer wieder unruhig. Als Mannschaft sei der BVB aber trotzdem in der Bringschuld gewesen, wir haben erfahrene Spieler. Und man muss sich selber mal an die eigene Nase greifen.